wenn es nicht gut läuft, dann läuft es nicht gut. Und so ist es dann leider bei uns auch irgendwie der Lauf der Dinge gewesen. Unser Stammtorhüter hat sich verletzt, hat angeschlagen, weitergespielt. Da fing das natürlich an. Das ging dann so weit, dass ich glaube, wir hatten 10 Keeper. 10 Keeper waren drin, davon waren vielleicht 2 richtige Keeper oder 3. Und der Rest waren ja, unser Trainer, Feldspieler, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Dann ist unser zweiter Torwart reingegangen, sich dann leider im Spiel bei MSV in der letzten Minute die Achillessehne durchknallen lassen. Da hatten wir Glück, in Anführungsstrichen, in seinem Pech, dass Winterpause war. So konnte dann Mario sich erstmal wieder regenerieren und halt zur Rückrunde dann wieder spielen. Aber 1-2 Spiele nach der Winterpause hat er sich dann letztendlich komplett sein Knie dann kaputt gehauen. Das ist schon Wahnsinn, was alles passiert ist. Wenn du überlegst, ein Kreuzbandriss, okay. Nico mit der Gesichtsverletzung, Ljubic mit dem Achillessehnenriss, das ist ja Wahnsinn. Das sind 3 Keeper. Da habe ich mich da mal ins Tor gestellt und man sieht es jetzt vielleicht nicht so, ich bin nicht so groß. Also ich erreiche nicht mal die 1,80 und bin halt auch kein Torwart, um Gottes Willen. Dann haben sich andere Spieler versucht im Tor. Kevin Peruschko hat sich bereit erklärt, Marko Mladina war mal im Tor. Ja, und so ging die Seuche halt weiter und dann durfte ich gegen Vorwärts Wacker die zweite Halbzeit ins Tor, als sich unser Keeper verletzt hat. Auch da gab es dann 5 Buden. Hört sich bitter an, aber nun bin ich ja auch kein gelernter Torwart, also von daher, ich meine, ich habe mich Wacker geschlagen, auch wenn es viele Gegentore waren, ja. Wenn man weiß, man muss ein bisschen sich zusammenreißen und man muss die komplette Kräfte des Teams mobilisieren, schweißt das schon zusammen. Ich glaube nicht, dass es in einer anderen Mannschaft mit der verletzten Misere und mit der negativen sportlichen Misere, brauchen wir ja nicht schönreden, das ist katastrophal. Also der Fußball ist so lala, nicht Landesliga würdig in einigen Spielen, in einigen schon, aber die Ergebnisse sind natürlich katastrophal. Aber ich denke nicht, dass es in anderen Vereinen vielleicht trotzdem so lustig auf den Weihnachtsfeiern läuft. Und die lustigste Geschichte ist eigentlich, dass unser Trainer, glaube ich, die 2 Spiele oder 1 Spiel hat er, glaube ich, gemacht, hat am wenigsten Gegentore bekommen sogar. Ich freue mich richtig schön auf die Saisonabschlussfeier, auch wenn wir da natürlich den Abstieg feiern, in Anführungsstrichen. Aber es wird schon ganz lustig und also ich war noch nie in einer geileren Truppe.